Hallo und herzlich willkommen zu Dudelgott. Ja, wie ihr schon in der Videobeschreibung gelesen habt oder oben im Titel, ich werde dieses Spiel verlosen tatsächlich. Ich wurde gebeten, von den Entwicklern dieses Spiel mal zu testen. Im Gegenzug habe ich halt 4 Keys gekriegt. Und ihr jetzt als meine Community profitiert natürlich davon. Wie ihr natürlich an der Verlosung teilnehmen könnt, das erfahrt ihr hier nämlich am Ende von diesem Video. Und wir gucken mal in diesem Spiel rein, was ich mal da testen sollte und wie ich das auch persönlich finde. Ich werde dazu meine eigene persönliche Meinung geben. Und mein erster Eindruck, was mich schon mal stört, ist, dass man dabei Optionen keinen Pegel hat, um die Lautstärke der Musik hoch und runter zu drehen. Aber das ist das, womit man halt leben kann. Man kann das halt zur Not ausmachen und vielleicht auch anmachen oder sonst ein Kram. So. Sonst im Großen und Ganzen habe ich das Spiel etwas über eine Stunde gespielt. Denn dieses Spiel hat nämlich ein Hauptspiel, also so einen Karrieremodus, dann einen Rätselmodus, Aufgaben, Turniermodus. Turniermodus ist dann für Leute, die das Spiel vielleicht ein bisschen länger schon spielen können, dann gegen andere Spieler antreten und verschiedene Sachen zu kombinieren. Ja, in diesem Spiel geht es eigentlich hauptsächlich darum, Sachen zu kombinieren. Und zwar im Beispiel, wenn man ein Hauptspiel ist, muss man zum Beispiel anfangen und dann erschafft man quasi die Erde. Zum Beispiel aus Wasser, Luft, Erde und Feuer. Mein Fortschritt ist jetzt bei 29% und wenn man das, glaube ich, fertig hat, kommt man in den nächsten Level rein. Dann kommt man bis zur Welt der Magie, wo man dann noch andere Elemente noch erkunden kann und kombinieren kann. Es ist ein schönes, kleines Puzzlespiel tatsächlich. Es ist entspannt und beruhigend. Zumindest mein erster Eindruck. Das ist zum Beispiel mein Weltfortschritt, den ich habe. Und ich soll einfach mal kombinieren. Ich fange einfach mal an zu kombinieren, indem ich einfach mal hier auf mein Buch klicke. Und zum Beispiel jetzt sage, ich brauche mal Hilfe. Wenn ich hier auf diesen 382 Glühbirnen draufgeklickt habe, wird mir dann zum Beispiel angezeigt, dass aus diesen Sachen, dass ich da was kombinieren kann. Einige, und das oben steht ja, einige dieser Elemente können miteinander reagieren. Zum Beispiel haben wir ja schon gesehen, dass wir hier auf jeden Fall ein Ei haben. Wie immer mit Sand, oder? Wir haben eine Schildkröte erschaffen. Und die spawnen quasi auf diesem Planeten. Und die Mission ist eigentlich, alle 249 Elemente zu finden, die hier zu finden sind. So, man kann hier auch zum Beispiel einen Tipp rausholen, suche Moos. Ja, Moos, wie finde ich denn Moos? Ich habe Dinosaurier gefunden, Schlangen gefunden. Aber Moos? Würde ich sagen Stein. Und Pflanzen irgendwas, ne? Es geht nicht. Gucken wir mal. Kraut und Stein? Nein. Pilz und Stein? Hätte ja sein können. Glas und Kraut. Erde und Kraut. Hatten wir schon. So, und dieser Balken, der lädt sich hier langsam auf der Seite auf. Und wenn wir den dann drücken, wird er uns dann wieder das vorgeschlagen. Das heißt, man kommt irgendwann voran. Früher oder später. Zum Beispiel haben wir hier Glas schon gefunden. Dann können wir hier mal... Was passiert denn mit Feuer und Glas? Nix. Schwefel und Glas? Nix. Hätte ja sein können, dass da was passiert. Wir haben auch einen Boiler hier. Asche, Alkohol. Alkohol und Glas hatte ich wahrscheinlich schon. Ja. Wurde ja, glaube ich, Wodka. Gehe ich hier mal auf Hinweise. Einige Elemente können miteinander reagieren. Das? Nö. Feuer und Fisch? Nö. Sein können. Lavaschildkröte, das wäre ja auch was Lustiges gewesen. Vogel und Sand, Vogel und Feuer. Wir haben einen Phönix erschaffen. Aber das ist nicht schlecht. Also ist es wirklich nur so ein Gelegenheitsspiel, wo man so ab und zu mal so ein bisschen spielen kann. Und ganz ehrlich, wenn ihr es bei mir durch die Verlosung kriegen könnt, könnt ihr ja ganz in Ruhe entspannt spielen. Wegen tatsächlich finde ich aber den stolzen Preis von 12 Euro
bei Steam für dieses Spiel ein bisschen zu teuer, das habe ich denen aber auch geschrieben. Vielleicht antworten die ja drauf. Bin mal gespannt, was die dazu sagen. So, Ei und Drache, nix. Gespenst und Ei, ne? Königs und Ei, ne? Wäre ja auch was. Wir haben mal Leben, Leben, Leben. Leben und Luft gebe ja Vogel. Leben und Schnee, Leben und Staub, Leben und Sturm, Leben und Dampf, Leben und Asche. Wir wollen doch bestimmt noch irgendwas Lebendes kriegen. Leben und Eis, Leben und Sumpf, Leben und Alkohol. Desto weiter man kommt, desto schwieriger wird es natürlich. Leben und Bakterien, Leben Plankton, Leben Pilze, Leben Wurm, Skorpion, Schmetterling, Leben Kraut, das gab schon alles. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist. Dann nehmen wir mal wieder einen Hinweis. In der Kategorie soll es anscheinend ganz schön viel geben. Hä? Aquarium? Ne. Dinosaurier Erde? Dinosaurier Sand? Dinosaurier Stein? Hätte jetzt ein Fossil sein können. Das war schon. Vogel, Sand, Sand und Dinosaurier. Sand und Schlange, Sand und Fisch. Da habe ich ja jetzt. Wow, ich habe jetzt ein Tier erschaffen. Tiere. Wie soll ich auch einen Menschen erschaffen? Delfin und Lehm und Fahne. So, da glaube ich nichts, dass ich da noch irgendwas kombinieren kann. Bei Tier. Und Wasser, würde ich sagen. Tier und Luft. Nein. Leben. Und Tier. Ich habe einen Mensch erschaffen. Das ist doch nice. Wie der da sitzt. So, 2 Coins gekriegt. So ein Mensch und Boiler. Leider nicht. Mensch und Pilz. Oder Mensch und Bakterie. Ist, glaube ich, Krankheit, oder? Nee. Mensch und Kraut. So, Mensch und Stein. Eine Hütte? Das ist ja nett. Hütte und Boiler wäre auch interessant. Hütte und Mensch. Glas und Mensch? Nein. Metall und Mensch? Werkzeug, das ist doch mal schön. Jetzt geht's ja mal wieder voran hier. Werkzeug und Boiler. Werkzeug und Feuer. Werkzeug und Lava. Werkzeug und Schwefel. Hätte ja sein können. Werkzeug und Quecksilber. Werkzeug und Wasser, Werkzeug und Alkohol, Werkzeug und Eis, Sumpf, Wodka, geht alle nix. Das geht auch nicht. Mensch, aber kann man bestimmt den Geist kombinieren, oder? Okay. Drachen. Okay. Also Asche und Drache.
So, Mensch und Sand, nix. Mensch und Stein, auch nix. Mensch und Glas, Erde, hatten wir schon. Mensch und noch mehr Leben. Mensch und Energie. Ein Zauberer, okay. Ein Zauberer und Feuer. Zauberer und Lava, Zauberer und Plasma, Zauberer und Schwefel. Nee. Hätte zu schön sein können. Mensch und Ei. Wäre ja auch lustig gewesen, oder? Tier und Zauberer. Wäre ja auch lustig. Tier und Mensch. Rinder. Logisch, ne? Viehzucht. So, ich wette, wenn man noch den Mensch mit der Pflanze oder sowas ähnliches verbinden. Mensch und Luft. Plankton, Kraut. Kraut und Mensch. Nee. Gucken wir mal, was wir für einen Hinweis kriegen. Feuer und Mensch, Leiche. Okay, das ist dann Ötzi oder was? So, jetzt probieren wir nochmal Tier. Mit Wasser. Ein Wal, okay. Jetzt nehmen wir nochmal Tier. Ne, mit Feuer. Schwefel? Nein. Mit Tier und Sumpf. Staub? Ne, Tier und Schnee. Tier und Erde. Tier und Glas, das hätte mich auch gewundert. So, tatsächlich Käfer und Tier, ne? Bakterie. Hätte ja sein Gründer und Bakterien, dass es vielleicht Milch ergibt. Bitte ist, glaube ich, letztes, ne? Ja. Auf jeden Fall kann man hier auf jeden Fall endlos weiterspielen. Den Ursprung. Und dann gibt es hier natürlich noch die Rätsel, die man machen kann. Zum Beispiel hier Feuerwerkskörper. Dein Ziel ist es, ein Element Feuerwerkskörper zu finden. Ja, dann nehmen wir mal direkt einen Hinweis. Hinweis geladen, ja. Wow. Kuh und Weide, Dünger und Milch. Milch und Stein? Nee. Die Elemente sind ja alle einzeln. Dünger und Sumpf? Nein. Stein und Sumpf? Nein. Dünger und Wasser? Nein. Stein und Wasser? Haben wir Sand? Und Dünger? Nein. So, Leben und Sand. Haben wir Saat? Nee, wir haben Saat und Dünger. Nee. Da haben wir ein Ei. Wir wissen ja aus Ei und Ei. Ich? Wäre zu schön gewesen. Dann machen wir da eine Eidechse. Zu wenig Elemente für die Reaktion. Bin ja auch gewundert, ne? Nur mal hier einen Drachen. Eine Asche.
Asche und Saat? Nee, Asche. Hab mich gewundert. Ich möchte gerne Hilfe haben. Asche und Dünger, geht nicht. Dieses Rätsel kann in diesem Stadium nicht gelöst werden. Rückgängig oder beginnt von vorne. Okay. Die Rätsel werden tatsächlich schwerer. Wegen die waren noch ziemlich einfach, aber die Rätsel werden immer schwieriger. Also tatsächlich, wer an dieser Verlosung dann teilnehmen möchte, kann einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist der Link zu einem Formular, zu einem Google-Formular. Da einfach die E-Mail-Adresse angeben, die Pflichtfelder anklicken und schon seid ihr im Auswahlverfahren. Und zwar die Auslosung wird am 23.12. um 12 Uhr für mich quasi ausführen. Und alle, die gewonnen haben, werden dann per E-Mail benachrichtigt. Und wenn sie auch wollen und in Formular eintragen, kann ich es natürlich auch im Beitrag hier bei YouTube schreiben. Sonst wird es kein Video dazu geben. Ich wünsche allen viel Glück bei der Verlosung und viel Spaß bei diesem Spiel. Und ja, und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich zum Beispiel das als erstes Spiel kriege, was ich mal quasi so testen durfte. Quasi so von Anfang. Ich habe dieses Spiel jetzt getestet, so für mich. Ich spiele normal solche Spiele nicht, solche Puzzle-Spiele, aber ganz ehrlich, ist es schön gemacht. Preislich vielleicht ein bisschen teuer, aber ansonsten, es ist ein schönes kleines Gelegenheitsspiel, wo man sich ein bisschen spielen kann. Natürlich gibt es auch davon eine App-Version, aber die ist, glaube ich, nicht so schön, habe ich gehört oder gelesen. Aber so im Großen und Ganzen, spielt das Spiel, macht bei der Verlosung mit. Bis dann, ciao. Euer Schrank, alles für euch. Und frohes Fest.